Wir befinden uns immer noch in der Motorradsaison. Das dauert noch eine Weile, das heißt, viele Zweiradfahrer sind momentan mit ihren Maschinen unterwegs und haben dabei sinnvollerweise Helme auf. Jetzt kennen wir zu den Helmen ganz viele Mythen, zum Beispiel den großen Mythos, wenn ein Motorradfahrer stürzt, dann muss ich den Helm drauflassen. Warum? Weil, wenn ich den Helm abnehme, dann kann der Kopf auseinanderbrechen. Wer hat diese Geschichte nicht schon mal gehört? Fragt im Zweifel eure Eltern, die kennen die gut. Das ist wirklich ein Mythos. Ja? Der Helm, wenn der Helm hält, dann hält der Schädel innen drin auch. Was allerdings im Schädel passiert ist, das können wir von außen nicht beurteilen. Das kann gesundheitliche Schäden nach sich ziehen und deswegen müssen wir solchen Leuten helfen. Wir zeigen euch heute, wie der Helm richtig sachgerecht abgenommen wird, ohne den Patienten weitere Schäden hinzuzufügen. Eine Geschichte am Rande noch. Die meisten Motorradfahrer, wo wir zum Unfall dazukommen, stehen neben ihrer Maschine und haben den Helm schon lange abgenommen und weinen um ihr Moped. Wenn wir also dazukommen und die Person, die das Motorrad gefahren hat, liegen noch am Boden mit Helm auf, dann geht unser Gefahrenalarm ein bisschen an. Wir zeigen euch jetzt in einem kleinen Video mit zwei meiner Kollegen, wie der Helm richtig abgenommen wird. Als erstes treten wir an die Person heran, sprechen sie an, rütteln leicht an den Schultern. Das Visier wird geöffnet, damit ein bisschen frische Luft in den Helm reinkommen kann und die Person, wenn sie atmet, ein bisschen besser Sauerstoff bekommt. Auf das Ansprechen reagiert diese Person jetzt hier nicht. Deswegen stellen unsere beiden Kollegen fest, Bewusstlosigkeit. Bewusstlosigkeit ist ein lebensbedrohlicher Zustand. Die Person muss in die stabile Seitenlage gebracht werden, wenn sie atmet. Die Atmung können wir nur überprüfen, wenn der Kopf überstreckt ist. Und die stabile Seitenlage kann auch nur sachgerecht hergestellt werden, wenn der Kopf am Ende der tiefste Punkt ist. Beides funktioniert mit Helm auf nicht. Also haben wir ein gutes Argument für Helm ab. Dazu öffnet jetzt der Helfer, der an der Seite der Patientin steht, den Helmgurt, während die Kopfhelferin den Helm fix stabilisiert, so dass da nichts wackeln kann. Im nächsten Schritt übernimmt der Seitenhelfer die Kopfstabilisierung, indem er etwas von hinten unten in den Helm reingreift und den so an der Schädelbasis stützt. Und die Kopfhelferin kann umgreifen und seitlich in den Helm hineingreifen und ihn dann langsam abziehen. Und das Helm abnehmen funktioniert von der Bewegungsrichtung genau andersrum wie drauf. Also Helm drauf von oben und Helm ab in die andere Richtung. Ganz einfach. Da stört manchmal die Nase, das schadet aber nicht. Jetzt wird wieder zurück umgegriffen, das heißt die Kopfhelferin übernimmt den Kopf wieder, der Seitenhelfer hat gleich andere Aufgaben und der Kopf wird überstreckt. Das sorgt dafür, dass der Zungengrund nach oben kommt und die Atemwege frei sind, also der Eingang zur Luftröhre frei ist und wenn die Person selbstständig atmet, hier jetzt auch Luft strömen kann. Ob das der Fall ist, überprüft der Seitenhelfer jetzt, indem er sich über das Gesicht beugt, hört, ob er ein Atemgeräusch hört, gleichzeitig fühlt, ob er einen Atemstrom an seiner Wange spürt und gleichzeitig sieht, ob sich der Brustkorb hebt oder senkt. Das ist hier der Fall. Juhu! Ja, lebenswichtige Organfunktion ist vorhanden. Wenn ein Patient atmet, dann können wir immer davon ausgehen, dass er auch eine Herztätigkeit hat. Deswegen müssen wir die Atmung jetzt sichern und dazu muss die bewusstlose Person in stabile Seitenlage. Wie das vonstatten geht, sehen wir hier und das könnt ihr auch in einem unserer Erste-Hilfe-Kurse lernen. In so einer Situation, hier sind unsere Helfer jetzt zu zweit, ist es super, wenn vielleicht eine dritte Person da ist, wenn schon während der Maßnahmen, die wir hier gerade gesehen haben, der Notruf abgesetzt wird. Die Notrufnummer ist die 112 und es folgen 5 W-Fragen. Wo ist der Notfallort? Versucht das so genau wie möglich zu bestimmen. Was ist passiert? Motorradunfall. Welche Art von Verletzung oder Erkrankung, Bewusstlosigkeit, Atmung vorhanden, wäre in diesem Fall die richtige Antwort. Wie viele Personen sind betroffen? Auf unserem Video eine, reicht auch erstmal und dann bitte immer warten auf Rückfragen der Leitstelle. Oder vielleicht kann die Leitstelle auch noch helfen bei dem, was getan werden muss.